Ja, grüß euch bei Wolfsbike und Tour TV. Wenn man es mit einer großen Reise-Enduro auch Offroad so richtig krachen lassen will, dann kommt man der KTM 1290 Super Adventure eher nicht vorbei. Das sagt man zumindest in Mattighofen. Ob das wirklich so ist, das schauen wir uns in dem Video an. Ja, die Spatzen haben sie schon beim Test der 1290 Super Adventure S auf Fuerteventura von den Dächern gepfiffen, dass da noch ein R-Modell nachkommen wird, nachkommen muss, und jetzt ist es da. Ich habe das Vergnügen und die Ehre gehabt, die erste in Österreich zu testen, und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat die hohen Erwartungen erfüllt. Man hatte schon vom Vorgänger gewusst, dass die KTM 1290 Super Adventure R dieses Enduro, im Wort Reise-Enduro, ernst nimmt, dass man da trotz der immensen Power, trotz des doch ordentlichen Gewichts, der ordentlichen Abmessungen, auch trotzdem wirklich ins Gelände fahren kann damit, unbefestigte Wege fahren kann damit, ohne Bauchweh zu haben. Das ganze Motorrad ist von seiner Erscheinung dafür ausgelegt, dass man nicht nur auf der Straße fährt, sondern immer wieder auch einmal abbiegt auf unbefestigte Wege, auf Schotterwege, auf ruhig schwierigere Passagen. Das Motorrad macht das alles mit. Wenn ich mit dem Motorrad anfange, fange ich trotzdem mit dem Motor an, und da sind wir eigentlich ganz weit weg von dem, was man sich für ein Offroad-Motorrad vorstellt, nämlich dieser kraftvolle 160 PS V2-Zylinder. Die 160 PS, die liegen bei 8750 Umdrehungen an. Der hat wirklich in jeder Lebenslage enorm Kraft. Von unten raus schiebt er an, in der Mitte schiebt er an, oben raus spielt sowieso die Musik. Also das ist ein Motor, der nie fad werden wird, der jederzeit verdeutlicht, auf was für einem Höllengerät du da sitzt, mit was für einem Höllengerät du da unterwegs bist. Also da bleibt wirklich kein Auge trocken oder kein Wunsch offen. Und was auch wirklich augenscheinlich ist jetzt mit Euro 5, der wird immer ziviler, harmonischer von unten raus. Das heißt, da scheppert nichts, wenn du jetzt einmal langsam in der zweiten Spitzkehre durchfährst, und trotzdem hat er nichts von seiner Power, von seiner Kräftigkeit verloren. Vom Drehmoment hat er 2 Newtonmeter verloren gegenüber dem Vorgängermodell, aber ganz ehrlich, das spürt man bei so einem Gerät nicht. Es sind jetzt 138 Newtonmeter, die bei 6750 Umdrehungen anliegen, aber das ist praktisch unverändert, also da hast du wirklich in jeder Lebenslage ausreichend Kraft. Fürs Offroadfahren schon fast zu viel Kraft, keine Frage, aber dafür hat man ja dann auch verschiedene Fahrmodi, die dann ganz einfach die Gasintensität auch regeln. Du hast ja hier bei aller Offroad-Tauglichkeit ein Motorrad, das mit sämtlichen elektronischen Hightech-Features ausgestattet ist, die man sich nur vorstellen kann. Also das beginnt beim Kurven-ABS, geht weiter zur schräglagenabhängigen Traktionskontrolle. Du hast eben diese verschiedenen Fahrmodi, Sport, Street, Offroad und Rain, die sich jeweils in der Intensität der Gasannahme unterscheiden, im Ansprechverhalten, der Traktionskontrolle. Man kennt das eh, im Rennmodus ist die Leistung reduziert, ist die Traktionskontrolle sehr, sehr feinfühlig, das heißt, regelt sie recht früh. Im Streetmodus ist das Ganze schon um einiges agiler, und im Sportmodus, ja, da ist dann die Gasannahme sehr, sehr direkt, da regelt die Traktionskontrolle erst sehr, sehr spät. Zusätzlich gibt es dann auch wieder den Rallye-Mode, der leider bei dem Motorrad nicht serienmäßig ist. Für mich nicht ganz verständlich, für mich, ich habe es schon öfters erwähnt, ein Kritikpunkt, wenn man so ein Top-Modell hat um diesen Preis. In Österreich kostet das Motorrad doch 22.399 Euro. Das ist schon ein stolzer Preis, da könnte dieser Rallye-Mode ruhig dabei sein, wo du eben dann die Traktionskontrolle in 9 verschiedenen Stufen selbst justieren kannst, wo du dir den jeweiligen Gasgriff dazu aussuchen kannst, also ob du den Offroad-Gasgriff haben willst, den Street, den Sport oder den Rallye-Gasgriff. Zusätzlich kannst du bei jedem dieser Fahrmodi noch wählen, ob du das Straßen-ABS nimmst oder das Offroad-ABS. Beim Offroad-ABS ist das ABS am Hinterrad deaktiviert und am Vorderrad geht es ein bisschen dezenter zu Werke. Ich finde es ganz gut, dass man das auch in den verschiedenen Fahrmodis wählen kann, weil du dann mit diesem Offroad-ABS zum Beispiel auf der Straße auch ein bisschen an Gummi lassen kannst beim Reinbremsen, also das Hinterrad auch blockieren lassen kannst,
und ohne dass du deshalb am Vorderrad auf ABS verzichten musst. Und ich finde das eine gute Geschichte, dass man das auch kombinieren kann. Wenn man sich jetzt die Unterschiede zum Vorgängermodell anschaut, der Lenkkopf ist um 15 mm nach hinten gewandert, der Rahmen ist ein bisschen kürzer geworden, die Schwinge um 15 mm länger, und das Ganze kommt dem Handling zugute, das Ganze kommt dem Fahrverhalten zugute. Da ist sehr, sehr viel Know-how drinnen von den Rallyefahrern von KTM, die da immer wieder auch in der Entwicklung mit eingebunden sind. Zusätzlich hat jetzt auch der Tank der 97-98 Modelle ins große Modell, ins 1290 Super Adventure Modell Einzug erhalten, und das gefällt mir sehr, sehr gut mit dem tiefen Schwerpunkt. Also ich habe da jetzt einen dreigeteilten Tank, einen 23 Liter Tank, der nach unten gezogen ist, nicht ganz so konsequent, nicht ganz so extrem wie bei der 97-98 Adventure, dafür ein bisschen formschöner, und das Ganze kommt dem Handling schon sehr, sehr zugute. Das merkst du dann ganz einfach, wenn du im Gelände unterwegs bist, wenn du vielleicht ein bisschen eine diffizilere Passage zum Fahren hast, ist der Schwerpunkt tiefer, ist das Handling einfacher. Also da hat das Motorrad wirklich gewonnen, da ist das Motorrad zugänglicher geworden beim Offroad-Fahren, aber auch beim Rangieren. Ein tiefer Schwerpunkt macht es ganz einfach einfacher in jeder Lebenslage, nicht nur Offroad, auch auf der Straße ist es sicher kein Nachteil, kommt es dem Ganze dem Handling sicher zugute. Wenn wir schon bei den Unterschieden sind, auch die Sitzhöhe ist ein bisschen niedriger geworden als beim Vorgängermodell. Da haben wir 890 mm Sitzhöhe gehabt, jetzt haben wir 880 mm, also einen Zentimeter niedriger, mit einer neuen Sitzbank, die jetzt ein bisschen Mulde jetzt auch hat. Wem das nicht taugt, wer groß genug ist, wird im Zubehör noch eine andere Sitzbank finden, eine höhere Sitzbank finden. Aber für Leute wie mich mit 1,75 ist er so ein Zentimeter schon sehr, sehr wertvoll. Ich komme zwar nach wie vor nur mit den Zehenspitzen runter. Beim Fahren ist es egal, aber wenn man Offroad unterwegs ist und bei der einen oder anderen Passage vielleicht stehen bleiben muss und nicht dann runterkommt, weil es ganz einfach muckelig ist und so, dann kann das schon ein bisschen an Stress verursachen. So gesehen sind die 880 mm, also dieser eine Zentimeter weniger Sitzhöhe, auch wieder ein Schritt dahingehend, dass das Ganze für eine breitere Masse fahrbar worden ist. Stichwort fahrbar worden. Wie fährt sich das Ganze? Man muss ganz einfach sagen, diese Kraft, diese 160 PS sind natürlich für eine Reise-Enduro enorm. Ich bin ja froh, dass KTM da den Leistungswahn, wenn man so will, nicht ganz mitgegangen ist und da jetzt nicht mitgemacht hat bei den 170 PS, die da jetzt schon Ducati in einer Reise-Enduro anbietet. 160 PS sind wirklich für alle Lebenslagen mehr als ausreichend. Ich habe es eh schon erwähnt, Offroad sind schon fast zu viel, aber man kann das Ganze sehr, sehr gut handeln. Was einem neben der neuen Tankform sofort auch auffällt, ist das 7 Zoll TFT Farbdisplay, das wirklich bei jeder Sonneneinstrahlung sehr, sehr gut ablesbar ist. Also das wirklich gestochen scharf alles abbildet, das auch verstärkt jetzt visuelle Darstellungen unterstützt. Also du siehst zum Beispiel, wenn du die Traktionskontrolle verstellst im Rallye-Mode, wirklich ein Motorrad, wie sich das bewegt, und da siehst du dann auch, wie viel Schlupf das Ganze dann zulässt. Das ist gut dargestellt, gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man natürlich auch mit der MyRide-App von KTM verbinden. Da hast du dann die volle Smartphone-Connectivity, kannst du Telefonate annehmen, wenn du ein Headset hast, kannst Musik hören, hast du auch eine Pfeilnavigation, keine volle Navigation wie zum Beispiel bei der Honda Africa Twin, aber eine Pfeilnavigation, die da eben das nächste Abbiegen ansagt. Das kannst du im Display ablesen, und das ist wunderbar. Stichwort wunderbar, beispielhaft ist nach wie vor die Menüführung bei KTM. Das ist alles sehr, sehr logisch und intuitiv aufgebaut. Das ist übersichtlich, da findet man sich wirklich sehr, sehr rasch zurecht. Da könnte sich der eine oder andere Mitbewerber noch was abschauen. Du hast hier bei dieser voll ausgestatteten Variante ein Tempomat, allerdings nicht wie bei der S, Radar gesteuert, kein adaptiver Tempomat, gibt es auch nicht zum Nachkaufen bei der R, gibt es nicht zum Bestellen, das bleibt der S, wo es serienmäßig ist, vorbehalten. Aber ich glaube, das geht jetzt nicht so groß ab. Die KTM-Leute haben wahrscheinlich auch gesagt, die Kundschaft, die die R kauft, ist dann doch eher auf der sportlicheren Seite, auf der Offroad-Seite, und die, glaube ich, werden den
adaptiven Tempomaten nicht wirklich vermissen. Du hast hier Keyless Go, also das heißt, den Schlüssel hast du eingesteckt, brauchst nicht mehr in die Hand nehmen. Wenn du in der Nähe des Motorrads bist, kannst du das Motorrad bedienen, kannst du anstarten, kannst du fahren. Schlüssellos lässt sich auch der Tank öffnen. Der Verbrauch ist bei mir so ungefähr bei 6,4 Liter gelegen auf 100 Kilometer. Weicht ein bisschen von der Anzeige vom Bordcomputer ab, der immer so 0,2 Liter drunter gelegen ist unter dem effektiven errechneten Verbrauch. Aber ich finde, das ist in Ordnung in Anbetracht der Leistung. Da kommst mit der KTM 1290 Super Adventure R auf alle Fälle um die 350 Kilometer weit. Ich bin überzeugt davon, man kann sie auch sparsamer fahren, dass man so um die angegebenen 400 Kilometer kommt. Natürlich kann man sicher auch noch ein bisschen flotter fahren, dass man noch mehr verbraucht. Aber in Anbetracht der Leistung ist dieser Verbrauch von 6,4, 6,3 Liter pro 100 Kilometer absolut in Ordnung, finde ich. Sehr, sehr praktisch ist auch dieses Ablagefach hier am Tank mit einer Möglichkeit, ein Smartphone aufzuladen. Also du hast hier einen USB-Anschluss. Du kannst ja Kleingeld vielleicht für die Maut und so verwahren. Du kannst das Maut-Ticket reingeben. Finde das recht praktisch. Dass dieser kraftvolle Motor auf der Straße mörderisch anschiebt, ist bekannt, weiß man. Egal ob allein oder zu zweit, ob mit oder ohne Gepäck, du hast da immer genug Kraft. Was macht aber das Motorrad, was macht diese 1290 Super Adventure R jetzt abseits der Straße so besonders? Das sind natürlich die wunderbaren Fahrwerkselemente und die 21 Zoll, 18 Zoll Raddimensionen. Also KTM setzt hier auch bei der großen Reise Enduro, auch beim 160 PS Motorrad auf eine Enduro-gerechte 21 Zoll vorne und 18 Zoll hinten Raddimension. So ein 21 Zoll Rad läuft einfach ruhiger über Hindernisse hinweg als ein kleineres Rad. Von den Federelementen muss man da wirklich schon von Hard Enduro Ware sprechen. Das sind Xplore Komponenten von WP, wie man sie sonst eigentlich in den Sport Enduros findet. Vorne hast du eine 48 mm Upside Down Gabel mit 220 mm Federweg, natürlich voll einstellbar, händisch, nicht elektronisch wie bei der S. Hinten hast du ebenfalls 220 mm Federweg, ebenfalls voll einstellbar. Die Vorspannung mit einem praktischen Handrad, damit man es der jeweiligen Beladung anpassen kann. Also das spielt wirklich alle Stückchen, dieses Fahrwerk. Dieses Fahrwerk an seine Grenzen zu bringen, ist mir nicht gelungen in den 14 Tagen, mit denen ich unterwegs gewesen bin. Ich bin die eine oder andere Schotterpassage gefahren, muckelige Sachen, da geht sicher sehr, sehr viel mehr. Da spürt man richtig, dass da um einiges mehr geht. Natürlich hast du 221 Kilo Trockengewicht und dann voll getankt mit allem drum und dran, wahrscheinlich irgendwo so bei 245, vielleicht sogar 250 Kilo. Das ist natürlich kein leichtes Motorrad mehr, aber es fühlt sich leicht an beim Fahren. Es ist auch so, durch diese Tankform, wenn du jetzt drauf sitzt, kommt da das Motorrad schlanker vor, als es tatsächlich ist. Das ist schon von der ganzen Ergonomie sehr, sehr gelungen und richtig bereit für härtere Touren, für gröbere Passagen, ohne dass man deswegen auf der Straße groß Abstriche machen muss. Wer jetzt vielleicht von einem 21 Zoll Vorderrad ein bisschen geschreckt ist, wer jetzt meint, das ist nicht so handlich wie ein 19 Zoll Vorderrad, der soll es einmal probieren. Vielleicht gerade auch bei der 1290 Super Adventure R. Die ist sehr, sehr leichtgängig zum Einlenken. Die kippt da richtig schön in die Kurve rein. Natürlich spürst du es dann vielleicht bei so schnellen, langgezogenen Kurven im Angriffsmodus, dass das nicht ganz so stabil ist, wie zum Beispiel bei einem 19 Zoll Vorderrad.
Aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr, sehr handliche Geschichte, trotz 21 Zoll, 18 Zoll Bereifung. Also da brauchst du überhaupt keine Sorgen machen. Ich habe jetzt Bereifung gesagt, auch wenn man die natürlich jederzeit ändern kann, will ich heute ein bisschen mehr darüber reden. Serienmäßig wird die 1290 Super Adventure R mit dem Bridgestone A41 ausgeliefert. Alternativ dazu kann man sich den AX41 nehmen. Ich finde es eine wunderbare Geschichte, dass KTM einen da die Wahl lässt. Ich habe mich für den AX41 entschieden. Das ist der Stollenreifen von Bridgestone, ein richtig guter Reifen. Aber natürlich, wenn man sich diesen Reifen nimmt, muss man sich im Klaren darüber sein, dass man diese 160 PS nicht auf die Straße bringen kann. Das ist einfach nicht möglich mit so einem Stollenreifen, dass man die Performance, die dieses Motorrad bietet, wirklich auf die Straße bringt. Dazu sind einfach die Stollenabstände zu groß. Das siehst du auch ganz gut daran, dass wenn du zum Beispiel jetzt im Sportmodus unterwegs bist, wo die Traktionskontrolle sehr, sehr dezent eingreift, das trotzdem dauernd praktisch am Blinken ist, wenn du selbst auf der Geraden Gas gibst, weil ganz einfach kein Grip da ist, wo kein Gummi ist. Das geht einfach so, egal in welcher Lebenslage, wenn du richtig am Gas reißt, hast du sofort die Traktionskontrolle am Arbeiten. Da merkst du, dass dieser AX41 auf der Straße natürlich nicht diese Leistung bringen kann, die ein straßenorientierter Enduro-Reifen bringt. Wem das nicht taugt, wer eben darauf verzichten kann, dass man dann mit so einem Reifen an der anderen Hand Offroad einfach weiterkommt, der ist mit dem A41 gut bedient. Das ist ein wunderbarer straßenorientierter 9010 Reise-Enduro-Reifen, der sicher sehr, sehr gut auf dem Motorrad funktioniert und der dann die Performance des Motorrads, die Kraft des Motorrads sicher besser auf die Straße bringt. Das muss man selber abschätzen. Vielleicht ist auch das Beste ein Mittelweg, so ich sage jetzt ein Conte DKC 70, ein Pirelli Scorpion Rally SDR, also ein Reifen, der 70-30 ist, 80-20 ist. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, aber die zwei Bridgestone-Reifen, die da zur Auswahl stehen, die sind wirklich gut und die passen je nach Einsatzzweck auch gut zu dem Motorrad. Nur es muss einem schon klar sein, wenn man sich für so einen Stollenreifen entscheidet, der natürlich leiwand ausschaut auf so einem Motorrad, dann hat man ganz einfach Abstriche auf der Straße zu machen. Normalerweise ist es ja dann ist ja eher so, dass ich sage, die Abstriche sind eher abseits der Straße mit dem straßenorientierteren Reifen, aber in dem Fall, wo so viel Kraft aufs Hinterrad wirkt, ist auch sehr, sehr früh der Stollenreifen an seinen Grenzen. Also viel, viel früher als zum Beispiel bei meinem Tiger, wo die 95 PS an so einem AX41 nicht wirklich was anhaben können, muss man sich mit so einem Geschoss schon im Klaren sein, dass er so ein Grobstoller einfach nicht den Grip bieten kann, den straßenorientierter Reifen bietet. Aber das ist ja das Leibende, dass KTM da wirklich auf den Kunden eingeht und einem selbst die Wahl überlässt, ob man den mit dem A41 oder dem AX41 abholen will. Ich habe jetzt gesagt, der AX41 schaut irrsinnig leibend auf dem Motorrad aus. Ich finde, das ganze Motorrad schaut leibend aus. Für mich ist das die schönste KTM Adventure, die es zurzeit gibt. Also diese Lackierung ist wunderbar. Der Sturzbügel passt da gut zum ganzen Erscheinungsbild. Das ist rundum gelungen und stimmig. Ein Hingucker, wo ich da unterwegs gewesen bin in den letzten zwei Wochen, haben mich die Leute darauf angesprochen. Da sieht man dann, dass man auch mit dem viel diskutierten, viel polarisierenden Kiska-Scheinwerfergesicht vorne ein Motorrad hinstellen kann, das den Leuten gefällt, das wirklich rundum harmonisch wirkt. State of the Art ist auch die rundum LED-Beleuchtung mit dem Tagfahrlicht. Punkto Bremserei gibt es natürlich überhaupt nichts auszusetzen. Vorne hast du zwei 320er Scheiben mit vier Kolben Radialzangen von Brembo, die wirklich gut verzögern und ich bin immer wieder aufs Neue angetan, wie gut man auch diesen Kompromiss hinkriegt, wie gut die auf der Straße funktionieren und dann trotzdem nicht zu bissig sind Offroad. Also das funktioniert echt gut. Das Offroad ABS ist sehr, sehr gut abgestimmt. Das schräglagenabhängige ABS ist sehr, sehr gut abgestimmt. Also da gibt es für mich, was die ganzen Fahrmodi und Fahrassistenzsysteme in Verbindung da auch mit den Hardwarekomponenten betrifft, überhaupt nichts zum Beanstanden. Also meine Kritikpunkte bei dem Motorrad beschränken sich wirklich auf die Aufpreispolitik, die da bei KTM in letzter Zeit Einzug erhalten hat, die ich ganz einfach nicht in Ordnung finde, bei so einem Motorrad zum Beispiel eben für den Rallye-Mode noch extra zu verlangen. Auch dieser wunderbare Quickshifter, der einfach
ja, zu den besten am Markt gehört. Der ist aufpreispflichtig. Der funktioniert irrsinnig harmonisch, sowohl beim Rauf- als auch beim Runterschalten. Ihr wisst ja, raufschalten können viele Quickshifter, beim Runterschalten trennt sich aber die Spreu vom Weizen. Da merkt man dann wirklich, wie gut denn so ein Quickshifter funktioniert. Und dieser Quickshifter Plus von KTM ist allererste Güte. Man kann das Ganze dann auch kombinieren. Das heißt, es gibt da einen Tech-Pack, wo ich den Rally-Mode drinnen habe, wo ich den Quickshifter dabei habe, wo ich dann noch eine Berganfahrhilfe habe, wenn ich das will, wo ich dieses adaptive Bremslicht habe, das heißt, bei einer Vollbremsung blinkt hinten das Bremslicht, also warnt das Fahrzeug hinter dir, dass du jetzt voll in die Eisen greifst. Also dieser Tech-Pack ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr empfehlenswert, kostet, glaube ich, um die 900 Euro, ist meiner Meinung nach auf alle Fälle eine sinnvolle Anschaffung und macht dann diese KTM 1290 Super Adventure erst so richtig komplett. Wäre natürlich super, wenn es dabei wäre, ist nicht dabei, sollte man sich aber dazu nehmen, wenn man schon sich so ein Motorrad anschafft, um das Ganze dann auch so richtig auskosten zu können. Weil ich finde ganz einfach, dass es schon wichtig ist, dass man auch eingreifen kann in Attraktionskontrolle, in die Gasintensität, also in die Gasannahme. Bei all diesen wunderbar funktionierenden Fahrmodi und Assistenzsystemen will ich doch auch selbst her über die ganze Geschichte sein können und das geht immer am besten mit diesem Rallye-Mode und in Verbindung mit dem Tech-Pack hat man dann schon einige Sachen dabei, die Sinn machen, die Spaß machen. Der Sitzkomfort ist ausgezeichnet, ich finde es einen wunderbaren Kompromiss zwischen Bequemlichkeit und trotzdem straff genug, dass man da auch wirklich lange Distanzen, so einen ganzen Tag im Sattel ohne Probleme aushält. Der eine oder andere Offroad-Profi wird vielleicht mit dieser ein bisschen größer gewordenen Mulde nicht ganz so glücklich sein, weil man nicht ganz so aktiv hin und her rutschen kann. Aber das ist eben auch dem geschuldet, dass jetzt die Sitzhöhe nur mehr 880 mm beträgt. Ist immer noch recht hoch, habe es eh schon gesagt, also ich komme da gerade mit den Zehenspitzen runter. Aber die Ergonomie bei dem Motorrad ist einfach wunderbar. Also beim Stehendfahren, das funktioniert bei KTM. Ich kann die Fußrasten in zwei verschiedenen Positionen mal anpassen, je nachdem, wie ich das haben will, wie ich das brauche. Aber die ganze Geschichte funktioniert sehr, sehr gut, ist sehr, sehr harmonisch beim Stehendfahren. Der Windschutz ist natürlich auch überschaubar bei der R, weil das Ganze einfach so ein bisschen den Rallye-Look hat. Aber ich kann mit einem Handrad sehr wohl in einem Bereich von 55 mm, also 5,5 cm verstellen. Und da merkst du dann schon auch den Unterschied. Also mir reicht dieser Windschutz, dieser Windschild auch auf der Autobahn in der oberen Position und wenn ich Offroad unterwegs bin, dann will ich sowieso so wenig wie möglich vor mir haben, da will ich einen guten Blick aufs Vorderrad oder auf das, was vor dem Vorderrad passiert haben und da ist mir lieber, je kleiner der Windschild ist. Also so gesehen, mir taugt es sehr, man kann sich das sicher auch kombinieren, müsste sicher passen, auch mit dem großen Windschild von der S. Aber mir würde das dann nicht gefallen. Ich finde, das würde dann optisch nicht zusammenpassen zu der ganzen Geschichte. Weil das wirklich rund ist, weil das wirklich ein wunderschönes Motorrad ist. So, jetzt schauen wir dann noch einmal unter die Sitzbank rein, weil man heutzutage einem Motorrad auch den Blick in den Zulassungsschein nicht ersparen kann, wenn ich den Weg finde, wie ich ihn rauskriege. Ja. Auch wenn man jetzt schon unzählige Male über die Sinnlosigkeit der Lärmregulierungen in Tirol gesprochen haben, so sind sie doch auch im Jahr 2021 aktuell und mit einem Standgeräusch von 89 Dezibel ist die KTM 1290 Adventure R auch für sämtliche Tiroler Straßen gerüstet. Da braucht man sich keinen Kopf machen. Die Zuladung, die bei einem Reisemotorrad natürlich auch immer wichtig ist, beträgt 205 Kilo. Das Serviceintervall stolze 15.000 Kilometer. Also da ist man wirklich bereit für die große Reise. Was auch interessant ist für jene, die das Offroad auch ein bisschen ernster nehmen, ist, dass der Luftfilter leicht zugänglich ist und mit nur vier Schrauben, die zum Lösen sind, einfach rauszunehmen ist und zu reinigen ist. Das wären die Schätzen, die viel auf staubigen Pisten unterwegs sind. Also das ganze Motorrad ist richtig gut ausgelegt für die Offroad-Passage, ohne deshalb auf der Straße irgendwelche Abstriche machen zu müssen.
Für wen ist jetzt dann die KTM 1290 Super Adventure? Ja, ich würde sagen, für jeden, der gerne schnell am Ziel ist, also der sicher auch ganz gerne zu zweit unterwegs ist, mit Gepäck unterwegs ist, weil man eben ausreichend Kraft hat, das vielleicht auch vom Ego her braucht, dass er 160 PS Motorrad hat, aber trotzdem auch weiß, dass er wirklich so ziemlich überall hinkommt. Natürlich ist es bei einem großen Reisemotorrad sehr oft auch eine Kopfsache, traue ich mir das zu, da durchzufahren, da drüber zu fahren, aber glaubt man, das Motorrad kann es, mit dem Motorrad kommst weiter, als man glauben mag. Natürlich hat es ein gewisses Gewicht, natürlich muss ich dann im Fall des Falles 245, 250 Kilo vollgetankt aufheben, wenn noch Gepäck dabei ist, umso schwieriger, keine Frage, aber von den Fahrwerkskomponenten, von der ganzen Abstimmung, von der Ergonomie, wie ich drauf sitze, wie ich das Ganze zum Händeln habe, ist das Motorrad wirklich bereit, auch für die Offroad-Tour. Probiert es aus, ihr werdet den Unterschied spüren zu vielen anderen großen Reise-Enduros. KTM ist in der Hinsicht wirklich konsequent und die KTM 1290 Super Adventure R ist ein sehr, sehr konsequent umgesetztes Motorrad, das ist ein radikales Motorrad. Vielleicht gibt es auch deshalb kein semi-aktives Fahrwerk, vielleicht gibt es auch deshalb den adaptiven Tempomaten nicht, weil man das Ganze auch zeigen will, hoppla, das ist das Sportgerät, das ist auch für die Wüstentour geeignet, wobei ich sage, für die Wüste wäre es mir dann doch zu schwer, aber einfach ein konsequent umgesetztes Thema, ohne Kompromisse, ein Kraftlakel fürs Grobe, würde ich sagen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Leider muss ich es morgen wieder zurückbringen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen hoch da. Schreibt unten in den Kommentaren rein, was ihr von der KTM 1290 Super Adventure R hält. Ob ihr vielleicht selber eine habt, ob ihr das Vorgängermodell habt, ob ihr überlegt, die Probe zu fahren, das kann ich nur empfehlen. Oder ob ihr sagt, na, sowas Großes, sowas Starkes braucht man nicht für die Reise, für die Offroad-Reise speziell. Was 160 PS hat, gehört auf die Straße und nicht ins Glander. Schreibt es unten rein, würde mich wirklich interessieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ganz, ganz wichtig, hört es noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, und abonniert nicht nur den Kanal, sondern aktiviert auch die Glocke, damit ihr in Zukunft meine Videos nicht mehr versäumt. Gut, wenn euch in dem Video der direkte Vergleich mit der 1290 Super Adventure S gefehlt hat, dann hat das einen Grund, von dem gibt es ein eigenes Video. Genauso wie es dann noch ein weiteres Video geben wird, wo ich die 1290 Super Adventure R mit der 98 Adventure R vergleiche, weil ich glaube, dass da auch einige Leute gibt, die zwischen diesen beiden Modellen wählen. Also abonniert wirklich den Kanal, weil dann wird es keines dieser Videos versäumen und es gibt, wie gesagt, insgesamt drei Videos zur 1290 Super Adventure R.